Besten Dank der Hobbymusik Meerstetten, die wir später noch mal hören werden, sowie auch der Jodelclub Siernach. Merci vielmals. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum eigentlichen Gründungsakt. Und ich darf Ihnen hier den ersten Redner vorstellen. Ich bitte zu mir den Präsidenten der Sortenorganisation Dealsiter Switzerland, Karl Führer. Herzlich willkommen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Gründung von Dealsit, hier auf dem Holzhof im wunderschönen Thurgau. Wenn ich einmal jemanden gefragt habe oder jemanden frage, der nicht so direkt mit der Käsebranche etwas zu tun hat, wo seiner Meinung nach Dealsit liegt, dann komme ich ganz unterschiedliche Antworten über. Die einen tippen auf die Ostschweiz, was ich natürlich sehr gern höre. Andere meinen, es sei in Osteuropa oder in Deutschland. Wieder andere glauben, Dealsit sei ein Dorf irgendwo in der Zentralschweiz. Andere kommen der Wahrheit recht nah, wenn sie von Russland reden. Tatsache ist aber, dass es Dealsit seit 1946, also seit mehr als 60 Jahren, nicht mehr gibt. Zudem wäre es im Laufe des Festakt noch einiges Interessantes und auch Authentisches zu hören. Tatsache ist aber auch, dass bei uns etwas von Dealsit seit Jahren Bestand hat, nämlich unseren feinen Käse. Der Dealsitter wird ja seit 1893, also seit 114 Jahren, hier auf dem Holzhof produziert und ist hier auf dem Holzhof zu Hause. Und mit dem heutigen Tag geben wir dem Dealsitter wieder eine Heimat und gründet hier und heute neu Dealsit. Es freut mich besonders, dass wir zu unserem Festakt Gäste aus dem einstigen Dealsit und aus dem heutigen Sowjetsk begrüßen dürfen. Und es freut mich auch, dass namhafte Gäste aus der Politik unter uns sind und mit uns feiern. Und dass wir gerade heute, am 1. August, im schweizerischen Nationalfeiertag feiert, ist alles andere als ein Zufall. Schließlich ist der Dealsitter seit 114 Jahren auch ein feines und gutes Stück Schweiz. Und es ist gut, dass der Dealsitter ab heute wieder aus einem echten Dealsit kommt. Ein besonderes Willkommen, das Gruß geht an die Stadtgemeinschaft Dealsit und an alle Vertreter aus dem einstigen Dealsit und dem heutigen Sowjetsk, allen voran die Herren Horst Mertineit, Wilhelm von Gottberg und Jakob Rosenblum. Willkommen auch der Familie Streit. Ein herzliches Willkommen auch der Familie Streit und dem Herrn Witwer. Sie leben heute wieder in der Schweiz. Und sie haben in Ostpreußen noch gekäset und haben, glaube ich, teilweise auch Dealsitter hergestellt, auch noch dazumal. Auch einen herzlichen Applaus. Ich freue mich auch, dass der Herr Ottmar Schmid, der Gemeindamme von Amlikenbisegg, da ist. Und ich bedanke mich bei ihm für das zukünftige Gastrecht von Dealsit zum Voraus recht herzlich. Willkommen auch unseren Thurgauer Politiker, die sich immer wieder für Milch- und Käsebranche einsetzen. Allen voran Frau Brigitte Heberli, Nationalrätin. Herr Hans-Jörg Walter, Nationalrat und Präsident vom Schweizerischen Bauernverband. Und unsere beiden Ständeräte, der Herr Philipp Stählin und der Herr Hermann Bürgi. Herzlich willkommen. Und ganz einen speziellen Dank und Gruß, sicher auch Ihrem Namen, gehört der Familie Otto und Claudia Wartmann und allen Helfern. Die haben sich für den heutigen besonderen Tag mit Leib und Seele eingesetzt und haben viel zum guten Gelingen vom Brunch und viel zur feierlichen Umrahmung von dem Festtag beigetragen. Auch denen, den Helfer und der Familie Wartmann, recht Applaus.
Geschätzte Damen und Herren, nicht zuletzt heiße ich Sie alle herzlich willkommen und danke Ihnen, dass Sie an diesem besonderen Tag auf dem Holzhof mit uns dabei sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude. Danke vielmals. Geschätzte Gäste, unsere heutige Zeitreise zurück in die Vergangenheit der traditionsreichen Familie Wartmann geht zurück auf das Jahr 1833. Damals wurde Emil Wartmann geboren. Er heiratete 1858 die verwitwete Susanne Hofer, deren Familie der Holzhof gehörte. Zu jener Zeit bestand der Holzhof aus einem Landwirtschaftsbetrieb, einer Gaststätte, einer Brauerei sowie einer Stärkefabrik. Emil Wartmann baute den Hof 1869 in eine Käserei um und seit dieser Zeit stellt der Holzhof den einzigen Betrieb weit und breit dar, bei dem der Besitzer gleichzeitig Milchkäufer und Milchlieferant ist. Emil Wartmanns Sohn Adolf, geboren 1859, vergrößert im Laufe der Zeit den Betrieb und geht zu einer reinen Milch- und Graswirtschaft über. 1887 schließlich verpachtet Emil Wartmann die Käserei an seinen 1860 geborenen Sohn Otto, der ein Exportgeschäft in Weinfelden gründet und damit ein führender Milchwirtschafter der gesamten Schweiz wird. Im Jahre 1890 geht nun dieser Otto Wartmann auf eine Geschäftsreise. Sein Weg führt ihn nach Ostpreußen, das seit dem Zweiten Weltkrieg zum russischen Staatsgebiet gehört. Er kommt dort in einem kleinen Städtchen namens Tilsit vorbei und lernt dort den Tilsiter Käse kennen. Die Kunst des Käsens hatten Schweizer Auswanderer dorthin gebracht. Mit dem Rezept des Tilsiters kehrt Otto Wartmann in die Schweiz zurück. Und im Jahre 1893, also genau vor 114 Jahren, stellt er auf dem Holzhof seinen ersten Tilsiter her. In dieser Zeit sprach man bedingt durch die strikten Herstellungs- und die hohen Qualitätsnormen voll Hochachtung vom Tilsiter-Apostel, wenn man den Namen Otto Wartmanns in den Mund nahm. Und so geht die Erfolgsgeschichte weiter und weiter und weiter und weiter und weiter bis zum heutigen Festtag. Heute findet der Tilsiter endlich wieder seine Heimat, eine Heimat, so meinen wir, die er verdient hat. Der Begriff Heimat geht nämlich weit über die geografische Bestimmung eines Ortes hinaus. Nein, er geht viel tiefer. Er hat mit Ursprung, mit Wurzeln, mit Erinnerungen zu tun. Erinnerungen sind ein Blick in die Vergangenheit. Lassen Sie uns heute an diesem bedeutungsvollen, man möchte fast sagen, historischen Anlass, an welchem der Tilsiter wieder seine verdiente Heimat in der Schweiz findet, aber auch gleichzeitig aus der Vergangenheit einen Blick in die Zukunft werfen. In die Zukunft, nämlich die Zukunft eines feinen Stückes Schweiz, unseres Tilsiter. Wir überschreiten heute die geografischen Grenzen und freuen uns, dass dieser hervorragende und beliebte Käse wieder seine ursprüngliche Heimat finden wird. Dankeschön.
Herzlichen Dank am Jodelclub Siernach, wo wir ebenfalls später hier nochmal werden hören. Merci vielmals. Meine Damen und Herren, wenn von Schweizer Tradition und von der Arbeit von unseren Bauern und Käsern die Rede ist, dann weiss einer ganz besonders, was das bedeutet. Als Nationalrat und Präsident vom Schweizerischen Bauernverband setzt er sich nämlich tagtäglich für die Anliegen und die Herausforderungen von der Schweizer Landwirtschaft ein. Begrüßen Sie mit mir Hans-Jörg Walter. Liebe Anwesende, Heimat ist dort, wo das Herz ist und nicht dort, wo der Körper ist. Diese Worte stammen vom indischen Menschenrechtler Mahatma Gandhi und ich erlaube mir das, am Nationalfeiertag das in der Schweiz hier zu sagen. Und jetzt im Fall vom Tilsiter kann man den Körper als Stadt Tilsit oder Sowjetsk, wie es jetzt heisst, in der russischen Enklave Königsberg bezeichnen. Das Herz vom Tilsiter und damit die Heimat ist aber da, wo wir jetzt sind, auf dem Holzhof, auf dem Landwirtschaftsbetrieb und Milchwirtschaftsbetrieb, der Käserei von Otto und Claudia Wartmann. Schließlich, wir haben schon mehrfach gehört, ist es der Urgroßvater Otto Wartmann gsi, wo 1893 das Urrezept vom Tilsiter aus dem Norden in die Schweiz gebracht hat und das zu dem edlen Qualitätsprodukt vom Tilsiter, wie man heute kennt, entwickelt hat. 114 Jahre Herzblut steckt also in dieser Spezialität, die wir heute ehren wollen. Ob rot oder grün, mit Traum oder Weisswein, der Tilsiter gehört heute genauso zu der schweizerischen Käselandwirtschaft und Identität, wie die geschützten Marken Appenzeller oder die AOC-Sorten Greierzer und Emmentaler. Ich komme jetzt von einem Brunch von Herisau, wo ich mit dem Herrn Bundesrat
März zu Morgen genossen habe, im Appenzellerland hat es auch den Tilsiter gegeben. Ich habe natürlich dort verzichtet drauf. Und nach wie vor hat der Tilsiter eben den Ursprung und das Herz in der Ostschweiz. Es sind vor allem kleinere Familienkäsereien, die diese Käsespezialität pflegen und so auf den Markt bringen. Und die Bezeichnung Tilsiter ist geschützt unter dem Alpentilsiter und auch auf dem Export erfolgreich. Alpenland-Tilsiter Switzerland ist im Export erfolgreich und ich bin überzeugt, mit dieser Bezeichnung werden wir auch hier mit dem hervorragenden Produkt Chancen haben und den Markt noch ein bisschen ausweiten können. Unsere Grenze öffnet sich immer weiter und Nahrungsmittel werden verschoben weltweit. Und in dem globalen Umfeld braucht es eben sichere Werte. Deshalb tut auch der Schweizerische Bauernverband Nahrungsmittel von der Schweiz bekennzeichnen, zum Beispiel mit Swiss Garantie, damit man weiß, woher Produkte kommen. Und der Konsument interessiert das. Und umso wichtiger ist es auch, dass eben man weiß, dass der Tilsiter vom Thurgau kommt, vom Holzhof in der Gemeinde Bisegg. Und wir freuen uns alle, dass hier jetzt der Name Tilsit dann auch soll verewigt werden. Noch ist die Erkenntnis vielleicht noch nicht überall so, dass eben die Herkunft vor allem von den Vermarktern, von den Werbefachleuten da, dass der Ursprung sehr, sehr wichtig ist. Und darum freut es mich, dass Tilsiter jetzt auch diesen Weg dort beschritten. Unsere Käsespezialitäten haben sehr viel Tradition, Geschichte, es verbindet aber auch Emotionen. Und man will ja den Käse nicht einfach essen, sondern man will den Käse als Lebensmittel geniessen. Und die Einzigartigkeit, der Ursprung und die Unverwechselbarkeit machen es dann aus in dieser grossen Palette von diesen Käsebuffets. So dürfen wir heute mit grosser Verbundenheit und auch Dankbarkeit zu dieser Stadt Sowjetsk blicken, wo uns auch nun die Autonomie zurückgeben für den Tilsiter. Und es freut uns ganz speziell, dass auch entsprechende Delegationen da sind. Die Schweiz ist ein Käsland und kein Touristenklischee. Es ist eine Realität, dass in der Schweiz der Käse beheimatet ist. Als Symbol von der Heimat hat die Schweiz ja auch das Rütli, wo heute auch eine besondere Feier stattfindet, wo sehr viel zu reden gegeben hat. Die Identität des Rütli und der Schweiz. Und wenn wir das vergleichen mit jetzt, wo wir da sind, sind wir auch an einem geschichtsträchtigen Ort, wo Identität weitergibt, nämlich in Tilsit. Mitten im Herz von dieser sehr schönen Gegend. Ich wünsche also dem Tilsiter Switzerland in Zukunft viel Erfolg. Ich fordere vor allem Marketingleute auf, hauen die Bickel ein, zeigen, dass es Erfolg gibt und die Händler machen grosse Anstrengungen, dass das Produkt noch weiter verbreitet wird. Und zu guter Letzt am Otto und Claudia Wartmann und allen Helferinnen und Helfern, die den wunderschönen Tag hier organisiert haben und heute hier im Einsatz sind. Ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Ihnen allen noch einen wunderschönen Nationalfeiertag. Danke vielmals. Besten Dank, Hans-Jörg Walter, Nationalrat und Präsident vom Schweizerischen Bauernverband. So, meine Damen und Herren, ich darf jetzt zwei wichtige Männer hier auf die Bühne holen. Und zwar sind das der Otto Wartmann, Landwirt und Käser hier auf dem Holzhof, und der Ottmar Schmid, Gemeindeamt von der Gemeinde Amliken-Bisegg. Begleiten wir uns auf die Bühne mit einem kleinen Applaus. Seit
14 Jahren stellt Ihre Familie da auf dem Holzhof den Tilsiter her, Otto Wartmann. Ab heute wird ein neues Kapitel geschrieben mit der Gründung von Tilsit. Was ist jetzt das für Sie für ein Gefühl? Ja, ich freue mich natürlich riesig. Der Tilsiter ist ein Teil von unserer Familiengeschichte. Und mit dem heutigen Tag wird ein Teil von dieser Geschichte natürlich da wiederholt. Und das ist für mich sehr bewegend. Meine Vorfahren haben den Tilsiter ja dann zurückgebracht. Und von dort ja, ist es natürlich sehr bewegend für mich. Es ist eine emotionale Geschichte. Heute wohnen ja dem ganzen Anlass viele Leute bei, auch viele wichtige Leute, wo wir später darauf zurückkommen. Aber ich denke, genauso emotional ist es natürlich auch für einen Gemeindeamann. Jetzt wird da plötzlich etwas Neues gegründet. Tilsit, Ihrer Gemeinde, Amliken bei Segg. Ottmar Schmid, wie finden Sie die Idee? Ja, der Weiler Holzhof liegt in der Gemeinde, in unserer Gemeinde. Die Weiler gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Durch die bewegte Geschichte vom Tilsiterkäse ist natürlich das eng in der Gemeinde verknüpft. Wir finden es gut, dass der Name Tilsiter eine Heimat hat, hier in unserer Gemeinde. Wird sich durch die Gründung von Tilsiter etwas ändern auf dem Holzhof? Ja, ich bin sehr sicher. Wenn wir heute hier rumschauen, dann ist das glaube ich allen klar. Tilsiter oder eben der Holzhof wird ein bisschen mehr ins Rampenlicht rücken. Wir werden einiges erleben, auch in Zukunft hier. Es wird sehr viel ablaufen. Das Wichtigste ist aber unser Käse, der Tilsiter. Und ich glaube, der ist gut und der wird auch in Zukunft so bleiben, wie er heute ist. Wir haben am Anfang gesagt, es ist eine emotionale Geschichte für Sie. Es ist wunderschön. Also hat über 1000 Leute da und unter Ihnen als Gäste eben auch Leute, wo die ostpreußische Käsemetropole, das Tilsit an und für sich, noch miterlebt haben. Das sind Leute, die gestern 12 Stunden hier angereist sind, nur um mit uns zu feiern. Nur, also sie sind sehr gern gekommen, sie haben auch strahlende Gesichter. In einem schönen Moment hier am 1. August heute hier. Ich denke, das ist eine grosse Bedeutung, Ottmar Schmid. Es freut uns natürlich riesig und das kommt der symbolischen Gründung von dem Tilsit eine besondere Bedeutung zu. Wir haben die Leute, die hier sind, zu Ehre von dem Namen Tilsit. Wir sind eine weltoffene Gemeinde und es freut mich besonders, dass wir heute so viele internationale Gäste hier dürfen begrüßen im Holzhof. Ja, und gerade die Internationalität ist ja ein Teil von unserer Geschichte. So sind sie ja Schweizer Auswanderer gsi, wo Kunst vom Käse, das Handwerk in vielen Ländern verbreitet haben, also auch die Ostprüssen. Und die Familie Streit, die ja heute unter uns ist, ist ein Beispiel dafür. Mein Urgroßvater hat dann das Rezept wieder zurückgebracht in die Schweiz. Und mit dem ist eigentlich der Käse wieder zurückgekommen in die Heimat. Und das ist ja auch heute der Anlass, wieso wir heute jetzt hier Tilsit gründen. Und ich glaube, das ist doch ein schönes Zeichen, dass wir heute alle zusammen, ohne Grenzen, das Tilsit gründen können. Das ist ein schönes Zeichen vom Holzhof raus in die Welt. Besten Dank, Otto Wartmann. Besten Dank, Ottmar Schmid. Viel Freude mit Tilsit. Merci vielmals. Merci vielmals. Danke vielmals. Der Otto Wartmann hat es angedeutet, also Leute aus dem einstigen Tilsit. Und zwar Vertreter von Schweizer Auswandererfamilien, die eben in Ostpreußen noch gekäst haben. Wir freuen uns ganz besonders auf den nächsten Gast. Begrüßen Sie ihn mit mir, Kurt Streit. Geschätzte Anwesende, gestatten Sie mir ein paar Worte zum heutigen Anlass. Da es auch deutsche Gäste unter uns hat, fahre ich mit Hochdeutsch fort. In erster Linie möchte sich Familie Streit
für die Einladung zu dieser denkwürdigen Veranstaltung ganz herzlich bedanken. Stellvertretend für eine große Anzahl von ehemaligen Auslandsschweizern in Ostpreußen und Danzig hat unsere Familie zusammen mit Herrn Günther Wittwer die Ehre, als auserlesener Gast an diesem historischen Ereignis für die Stadt Tilsit als Zeitzeuge teilzunehmen. Und unsere Auswanderungsperiode begann mit dem Jahre 1887 durch die Übersiedlung des Großvaters Gottfried Streit mit guter fachmännischer Ausbildung von Bern nach Tilsit in der Absicht, ganz allgemein wichtige Elemente der schweizerischen Milchwirtschaft, der ostpreußischen Gutsherrschaft praktisch zur Kenntnis zu bringen. Die erste Anlaufstelle geschah bei Rittergutsbesitzer Konrad von Bressle, Schreitlauken im Memeland. Zu diesem Zeitpunkt war der Tilsiter Käse mit Schweizer Hilfe schon erfunden worden und wurde zusehends zum Schlager der ostpreußischen Käsereibranche. Dieser Trend verhalf damals vielen versierten Auslandsschweizern zu einer selbstständigen Existenz als Molkereibesitzer. Da auch unsere Familie diese Entwicklung durchmachte, fühlen wir uns heute als eine Art Bindeglied zwischen der Produktion von ostpreußischem und Schweizer Tilsiter. Naturgemäß waren wir gezwungen, den heimischen Tilsiter herzustellen. Weitblickend brachte dies Herrn Otto Wartmann auf eine glänzende Idee, nämlich die Herstellart des Käses 1893 von Tilsit nach Holzhof bei Weinfelden mitzunehmen, um dort einen typisch schweizerischen Tilsiter zu fabrizieren, was ihm auch vortrefflich gelungen ist. Mit dieser Idee hat sich Herr Otto Wartmann in der schweizerischen Käsereiwirtschaft ein bleibendes Denkmal gesetzt. Der Name Tilsit als Stadt ist nach dem Zweiten Weltkrieg leider verschwunden, nachdem Nordostpreußen von Russland 1945 erobert worden ist, war und jetzt Sowetsk heißt. Trotz dieser Misere ist es geradezu bewundernswert, wie sich dennoch der Name Tilsiter Käse als weltweite Bezeichnung einer Käsesorte hat behaupten können. Durch die Organisation dieser geschichtsträchtigen Gründungsversammlung am heutigen Tag ist der Name Tilsit als Stadt wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt worden, wozu auch die Anwesenheit von waschechten Tilsitern, zum Beispiel Herrn Mertinein, Präsident der Stadtgemeinschaft Tilsit, und andere prominente Persönlichkeiten aus dem Umkreis von Tilsit, Herr Rosenbaum, Herr von Gottberg, Herr Giram und so weiter, dazu beigetragen hat. Es ist außerordentlich begrüßenswert, dass der Name Tilsit in der Schweiz eine neue Heimat finden wird. In meiner Jugendzeit habe ich 13 Jahre lang Tilsiter Käse hergestellt, hauptsächlich in unserem elterlichen Familienbetrieb Fichtenfließ bei Tilsit mit 95 Milchlieferanten, wo auch mein Bruder Alfred zeitweise mithalf. Leider ging der Besitz durch die kriegsbedingte Flucht im Jahr 1945 verloren. Eine Entschädigung für den Verlust der Molkerei, der Mahlmühle und der Schweinemästerei hat nie stattgefunden. Es ist viel zu wenig bekannt,
dass eine größere Anzahl ostpreußischer Auslandschweizer seinerzeit das gleiche tragische Schicksal erlitten haben. Übrigens hat sich im Freundeskreis, ein Freundeskreis Schweiz-Ostpreußen zum Gedankenaustausch gebildet, unter der Leitung von Frau Hildegard Heggi Seebach, Zürich. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein großartiges Erlebnis, dass ich in meinem hohen Alter, 91-jährig, diese eindrucksvolle Veranstaltung noch miterleben darf. Zum Schluss wünsche ich dem beliebten Tisseter Käse Switzerland eine solide Umsatzsteigerung, damit die schweizerische Landwirtschaft aus dieser Position gestärkt hervorgehen kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Herzlichen Dank für Ihre bewegende Rede, Kurt Streit. Es freut uns ganz besonders, dass Vertreter von Schweizer Auswandererfamilien eben auch bei uns dort Gast sind und die Rede hier gehalten haben. Und ich würde sagen, da machen wir doch den Bogen und lassen das gerade kurz einmal sitzen. Und zwar mit der Hobbymusik, Meerstetten und dem Jodelclub Siernach. Und was machen wir? Wir singen alle miteinander 4 Strophen vom Ostpreußenlied. Ja, ja. Die Liedblätter liegen auf. Es ist eine einfache Sache, noch einmal durchsingen, haben wir das drin. Ha? Okay. So, da haben unsere Gäste aus Ostpreußen natürlich besondere Freude gehabt. Herzlichen Dank fürs stimmkräftige Mitsingen. Herzlichen Dank der Hobbymusik Meerstetten und dem Jodelclub Siernach. Wir haben unter uns einen weiteren prominenten und besonders engagierten Zeitzeug aus Ostpreußen. Und zwar ist er Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Tilsit mit Sitz in Kiel. Auch im Alter von 87 Jahren setzt er sich immer noch mit aller Kraft und grosser Beharrlichkeit für seine heimatvertriebenen Landsleute ein. Er hat auch zahlreiche bundesweite Tilsiter-Treffen organisiert und 1991 den ersten Hilfsgütertransport nach Tilsit initiiert.
Außerdem hat er maßgeblich zum Aufbau vom Historischen Museum in Tilsit beigetragen und hat erreicht, dass in Tilsit Gedenktafeln von deutschen und russischen Inschriften aufgestellt worden sind und dass ein Waldfriedhof gemeinsam von deutschen und russischen Bürgern erneuert worden ist. Das ist klar, sein Lebenswerk, das ist vielfach gewürdigt worden, unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz, wo sehr, sehr eine hohe Würdigung ist. Wir freuen uns, dass er und eine Delegation aus seiner Heimat heute bei uns zu Gast sind. Begrüßen Sie mit uns Horst Mertineit. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, insbesondere aber lieber Landsmann Streit. Mit meinen 87 bzw. 88 Jahren kann ich mit Ihnen nicht mithalten. Aber es war wunderbar, wie Sie gesprochen haben, und es war so heimatlich. Es klang der heimatliche Akzent durch. Danke. Zuerst einmal will ich Ihnen hier danken. Einmal für die Einladung nach hierher, mehr aber und nachhaltig aber für das Geschehen hier. Da kommt aus einem fernen Land jemand auf den Gedanken, unserer Heimatstadt Tilsit ein neues Domizil, eine neue Heimat zu geben. Ich bin arg ins Grübeln geraten, als ich diese Nachricht las. Was ist nun Tilsit, meine arg geschundene Heimatstadt, die offiziell nicht mehr diesen Namen trägt? Und wie werden wir Tilsiter damit fertig? Ist sie für uns auch gestorben? Für uns, die wir einmal 9000 Tilsiter, die wir einmal 38.000 in dieser Vereinigung waren und die heute noch in 29 Staaten der Erde leben. Nein, Tilsit lebt weiter, aber nicht nur für uns, sondern auch als Stadt. Lassen Sie mich deshalb ein bisschen den Versuch machen, diese Stadt zu skizzieren. Zu mehr bleibt mir nicht Zeit. Und dann, wenn Sie diese beachtlichen Weg, den Sie sich vorgenommen und eingeschlagen haben, mit Erfolg gehen wollen, dann müssen Sie doch wissen, wofür Sie sich einsetzen. Tilsit, das Städtlein, das 1552 von Herzog Albrecht die Stadtrechte, das Wappen und die Farben erhielt, lebt trotz allem weiter, wenn man ihr auch nachsagt, dass sie gestorben sei. Die Stadt, die einst ein Verkehrsknotenpunkt erster Güte dort im Osten war, nämlich die Wasserstraße von Ost nach West und die Landstraße von Süd nach Nord, war ein Knotenpunkt, und dieses Tilsit war ein Punkt, an dem alle Geistesgrößen, die nach St. Petersburg gingen, in Tilsit Pause machten und sich dort auch produzierten. Und aus dieser Stadt sind viele Geistesgrößen hervorgegangen. Ich kann es mir nicht leisten, sie aufzuzählen. Verstehen Sie das bitte. Alle Geistesgrößen, habe ich gesagt. Wo ist der Anfang und wo ist der Ende, das Ende von Geistesgrößen? Ich will das auch darauf nicht beziehen. Aber die Stadt hat viele Namen bekommen. Sie war einmal die Gartenstadt des deutschen Ostens. Dann war es die Stadt der schönen Mädchen. Na und ob, das war das wirklich Bedeutende. Es war, wie ein Regierungspräsident in einer Jubiläumsrede nannte, die Stadt ohne Gleichen. Und wie wir es auch sagten, sie war eine Stadt, in der bis auf den heutigen Tag die Uhren immer anders gingen als anderswo. Die Stadt, die in aller Welt bekannt wurde, unter anderem auch durch ein Nahrungsmittel, nein, durch ein Genussmittel, durch den
Tilsiter Käse. Ein Tilsiter Käse, der auf die Dauer den Namen, seinen Namen und den Namen der Stadt bewahrte. In dieser Stadt zerstört, verfallen, ist das noch unser Tilsit? Es gibt Orte, die als Ruinen untergingen. Es gibt aber Städte, die zwar ramponiert, aber trotzig standhalten und ihren Charakter und ihre Seele bewahren, die dann Wegweiser auf dem Weg in der Geschichte sind. Landmarken, würden wir Segler sagen, und eine solche Landmarke ist diese Stadt Tilsit. Es ist eine Stadt, die nicht von den Menschen geformt wird, sondern sie ist eine Stadt mit einer eigenen Seele und einem eigenen Charakter, die, und das behaupte ich, die Menschen formt, von wo sie auch immer herkommen. Und dabei mag für viele dieses neu sein, was ich Ihnen jetzt sage. Wir haben Helfer und Freunde unter auch den jetzigen Bewohnern. Ursprünglich war der Name Tilsit streng verboten. Heute sprechen fast alle dort von Tilsit. Und ich habe mir sagen lassen, gerade heute Morgen, dass im Internet die Stadtverwaltung Sowjetsk offiziell als Tilsit-Sowjetsk firmiert. Ministeriell anerkannt gibt es in Tilsit eine russische Stadtgemeinschaft Tilsit in Sowjetsk. Und der zweite Vorsitzende dieser Vereinigung ist heute hier, Jakob Rosenblum, der fleißig auch noch mit dem Fotoapparat für Sie und für uns mitarbeitet. Freunde, wie kamen Freundschaften nach dem schweren Geschehen zusammen zustande? Ich will Ihnen kleines, Entschuldigung bitte, es ist irgendwie hier Feuchtigkeit drin. Ich will Ihnen zwei Beispiele sagen. Wie kam dieses Zusammenarbeiten zustande? Ich erhielt einen Brief seinerzeit, als noch die Grenzen streng geschlossen waren. Auf welchem Weg er rüberkam, weiß ich nicht. Und in diesem Brief stand: Ich bin ein russischer Jude aus Leningrad. Dass ich keine besonderen Gefühle für Deutschland hege, werden Sie begreifen. Aber ich habe festgestellt, dass diese Stadt einmal Tilsit geheißen hat. Und man kann doch nicht ohne Wurzeln leben. Wollen wir nicht bei allem Trennenden gemeinsam daran arbeiten, dass diese Stadt wieder die Stadt wird? Und das war ein sehr bewegender Brief. Auch heute bewegt er mich noch, denn der Betreffende lebt nicht mehr. Und das Letzte, was er zu mir sagte am Waldfriedhof, war einmal: Ich bin Russe und denke so. Du bist Deutscher und denkst so. Das muss so sein, aber wir bleiben Freunde. Und das habe ich ihm auch aus der Ferne in seine Grabrede geschrieben. Wir behaupten, wir Tilsiter, wir haben die Zeichen der Zeit begriffen. Es war für uns, aber auch für die andere Seite, sehr schwer. Und wir mussten über Verschiedenes hinweggehen und mussten verschiedene Voraussetzungen abarbeiten, dass wir miteinander arbeiten konnten. Und so schreibt also Rosenblum heute in einem seiner kleinen Bücher, das nehme ich an, das darf ich als kleines Büchlein bezeichnen, was du mir geschickt gegeben hast. Er schreibt: Die Stadt gewinnt ihre Erinnerung wieder, aber sie verliert langsam dabei ihr Gesicht. Und das ist ein Satz, über den man sehr, sehr nachdenken muss, über das man dem mal viel sagen könnte. Aber sie geht auch, so schreibt er, einer unbekannten, unkennbaren Zukunft entgegen. Und das ist leider Gottes auch so. Ich müsste Stunden darüber reden, um Ihnen diese Stadt nahe zu bringen, aber das tue ich Ihnen nicht an. Eben, dass in meiner Heimat Stadt Tilsit sich etwas entwickelt, was wir sehr begrüßen, dass es auch dort vorwärts geht, aber es ist kaum sichtbar. Und wir haben, ihr werdet noch sehr viel zu tun haben, diese Stadt wieder zu einer Stadt zu machen, die es einmal war, wenn es möglich ist. Aber dabei
ist der Tilsiter Käse. Ein Faktor, den man nicht übersehen kann und nicht übersehen darf. Sie werden sich wundern, dass ich wenig davon gesprochen habe. Es wird nach mir der Sprecher der Landsmannschaft sprechen und er hat ein bisschen mehr davon drin. Deswegen habe ich ihm das überlassen und ihn gebeten, das für mich zu tun. Im Übrigen bleibe ich jetzt hier oben, wenn es beschwerlich ist, die Stufen rauf und runter zu steigen. Ich bleibe im Hintergrund. Ich danke, dass Sie mir zuhörten. Besten Dank, Horst Martinait. So, meine Damen und Herren, nach diesen Worten freuen wir uns natürlich ganz besonders auf einen weiteren Ehrengast, der sich gegen das Vergessen wehrt und sich dafür für seine Landsleute einsetzt. Er ist CDU-Politiker und vertriebener Funktionär, ist seit 1992 Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, Vizepräsident vom Bund der Vertriebenen, Vorsitzender der Ostpreußischen Kulturstiftung und außerdem noch Bürgermeister von Schnega, einer Gemeinde in Niedersachsen. Begrüßen Sie mit mir Wilhelm von Gottberg. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrte Herren Führer und Bundschuh, sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte und Ständeräte, liebe Schweizer Freunde und liebe Ostpreußen. Der heutige 1. August 07 ist für mich ein bewegender Tag. Ich bin hier Gast und Zeitzeuge bei einem ganz ungewöhnlichen Ereignis. Ein kleiner Weiler in der Ostschweiz bekommt den Namen Tilsit zugeeignet. Was es mit Tilsit auf sich hat, hat Ihnen bereits eben Horst Martinait geschildert. Tilsit gehörte im 20. Jahrhundert bis 1945 zu den bedeutsamen, großen ostpreußischen Städten. Die Anfänge der Siedlungsgeschichte Tilsits liegen im 13. Jahrhundert. Mir ist kein weiterer Ort in Europa, in Deutschland, auf der Welt bekannt, der den Namen Tilsit trägt. Das alte Tilsit ist nur noch rudimentär vorhanden. Es trägt heute den Namen Sowjetsk. Allerdings wollen viele russische Menschen, die heute in Tilsit-Sowjetsk leben, anknüpfen an die Geschichte der Stadt, wie sie bis 1945 galt. Mit dem heutigen Tag erlangt das alte Tilsit ein Stück Unsterblichkeit, denn nunmehr bleibt Tilsit als Ortsname im schönen Thurgau in der Ostschweiz erhalten. Sie, meine lieben Schweizer Freunde, knüpfen ja ganz bewusst an Tilsit in Ostpreußen, an die ferne Stadt an der Memel. Und die Brücke zu Tilsit ist der Schweizer Käse. Er wird heute sicherlich zeitgemäß fortentwickelt, hier in der Ostschweiz produziert. Wir Ostpreußen freuen uns darüber. Ich will das heutige Ereignis in einen etwas größeren geschichtlichen Rahmen stellen. Preußen, ein früherer deutscher autonomer Staat, zeitweilig sogar europäische Vormacht, hatte mit dem Edikt von Potsdam 1685 des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Landeskinder garantiert. Wie ich meine, das kann man auch heute noch bemerken, ein Meilenstein auf der Entwicklung der Grund- und Menschenrechte. Warum sage ich das? Aufgrund des Potsdamer Ediktes kamen Glaubensflüchtlinge aus vielen Regionen Europas nach Preußen und speziell
nach Ostpreußen. Es kamen die französischen Hugenotten, es kamen die Salzburger, es kamen die Pfälzer, es kamen Holländer und es kamen auch Schweizer Mennoniten. Gerade letztere kamen aus einem Land mit langer Käsetradition. Sie haben die einheimische Käseproduktion in Ostpreußen befruchtet. Allerdings haben sie nicht das Rezept nach Ostpreußen gebracht. Das Urheberrecht beanspruchen nun schon die Ostpreußen für sich. Das bitte ich zu verstehen, wenn ich hier als ostpreußischer Patriot zu Ihnen sprechen darf. Aber ganz eindeutig ist, die Schweizer Glaubensflüchtlinge haben die Käseproduktion in Ostpreußen gepusht, wie wir in Deutschland sagen. Sie brachten den erwärmbaren Kupferkessel mit und sie wussten auch, dass man den Rohkäse nachwärmen muss. Im 19. Jahrhundert gab es vielfältige Methoden. Sie waren alle sehr ähnlich, wie der Käse in der Region Tilsit hergestellt wurde. Es wurde für den eigenen Bedarf produziert. 1846, so können wir es den Annalen entnehmen, hat die ostpreußische Bäuerin Emmy Westphal erstmalig das Rezept des Tilsiter Käses publiziert. Damit kam eine Professionalisierung der Käseherstellung in Gang. Sie entfernte sich im Laufe der Jahre von der bäuerlichen Wirtschaft. Molkereien entstanden. Die Milchverwertung wurde ein eigener Berufszweig und man produzierte für den Markt. Der Tilsiter Käse, in der Tilsiter Region entstanden, machte Tilsit deutschlandweit und später europaweit bekannt. Und nun kommt der Rückgriff speziell hier auf die Schweizer Tradition. 1890, wir haben es schon gehört, kommt der Urgroßvater von Ihnen, Herr Wartmann, nach Tilsit. Sie haben geschrieben, aufgrund einer Geschäftsreise. Ich möchte eher annehmen, dass eine Studienreise war. Und er bringt das Rezept des Tilsiter Käses mit hier in die Schweiz. 114 Jahre wird nun der Käse, der Tilsiter Käse hier produziert. Mir war es wichtig, auf die Beteiligung der Schweizer Glaubensflüchtlinge, die als Emigranten nach Preußen kamen, bei dem langen Entstehungsprozess des Tilsiter Käses aufmerksam zu machen. Die geschichtlichen Bezüge der Schweiz zu Ostpreußen liegen auf der Hand. Und ich will noch einen kleinen Exkurs vornehmen, der genau das Letztgesagte untermauert. Das ferne Preußen muss auf die Schweiz schon am Ausgang des 18. Jahrhunderts eine gewisse Faszination ausgeübt haben. 1707 wählten die Stände des Fürstentums Neuchâtel, zu Deutsch Neuenburg, heute ein Kanton in der Schweiz, König Friedrich I. von Preußen zum Fürsten. Damit wurde Neuenburg preußisches Territorium. 1857 endete die preußische Zeit des Kantons durch Verzicht Preußens auf dieses Gebiet. Und noch ein kleines zweites Schlaglicht, was die Fortschrittlichkeit auch der Menschen, die damals dort gelebt haben, kennzeichnet. Herr Präsident Führer, Sie werden das vielleicht wissen. Die weltweite Landfrauenbewegung wurde 1898 durch die ostpreußische Bäuerin Elisabeth Böhm, geborene Stepun, ins Leben gerufen. Heute nehme ich an, ist die Landfrauenbewegung auch ein Teil Ihres Ressorts, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, mit der Namensgebung Tilsit für einen kleinen Weiler
werden gewissermaßen verschüttete kulturelle und emotionale Bindungen zur Kernprovinz des ehemaligen Preußens wieder freigelegt. Damit wird Kontinuität zur historischen Vergangenheit bewahrt. Wir leben in der Gegenwart. Wir können die Zukunft nur erfolgreich gestalten, wenn die Erfahrungen der Vergangenheit berücksichtigt werden. Das kleine Tilsit in der Schweiz wird zukünftig die Erinnerung an das große Tilsit im fernen Osten behalten. Meine Damen und Herren, wir hoffen allerdings auch, dass die alte Stadt Tilsit, die heute Sowjetsk heißt, eines Tages ihren Namen Tilsit zurückbekommt. Wir wissen, dass viele russische Menschen in Sowjetsk damit einverstanden wären. Tilsit, mit dem Tilsiter Frieden, der gerade jetzt 200 Jahre zurückliegt, der hat auch für die russische Geschichte Bedeutung. Die 62-jährige russische Gegenwart von Tilsit ruht auf einer 700-jährigen deutschen Vergangenheit der Stadt. Die Rückbenennung der Stadt in Tilsit würde die Zäsur von 1945 ein wenig heilen. Meine Damen und Herren, in Anbetracht des heutigen 1. Augustes, in Anbetracht des Schweizer Nationalfeiertages, ist es angebracht, auf die Schweiz und ihre Menschen, auf die Organisation Tilsiter und auf den kleinen Weiler Tilsit ein herzliches Glück auf auszubringen. Danke. Damit Sie daran erinnert werden, welchen Weg Sie heute beschritten haben und dass Sie auf diesem Wege weitergehen, weiterhalten, haben wir Ihnen die Tilsiter Fahne mitgebracht. Das ist das Wappen unserer Heimatstadt, das uns Herzog Albrecht 1552 gegeben hat. Allerdings muss ich sagen, Sie hier sind besser als wir. Denn Sie haben das Wappen an der Wand. Und wenn Sie da drauf schauen, dann sind die Dächer auf dem Wappen bei Ihrem Bild rot. Und hier sind sie blau. Das Rote stimmt, das Rote ist richtig. Das Blaue ist verkehrt. Und als ich das der Firma sagte, das gehört das Roten, da hatte ich gesagt, wir haben aber blau gemacht. Und ich sagte, das wollte ich aber nicht. Da waren die Tilsiter nicht ab und zu auch mal blau? Ob nun blau oder rot, es ist das Wappen unserer Heimatstadt. Es macht Sie an Ihren Auftrag, den Sie sich selber gegeben haben, erinnern. Und nun ist es so, dass wir auf Elchjagd geschickt wurden. Wir jagen ungern, wir fangen höchstens. Und wir haben zu dritt den Tilsiter Elch eingefangen, der jetzt wieder aus Königsberg, aus dem Exil nach Tilsit zurückgekehrt ist, nach 15 Jahren Kampf und Krampf darüber. Und der jetzt als Symbol für die Tilsiter ist. Alle gehen zum Elch. Der Elch ist das Lieblingstier der Tilsiter geworden. Und wir haben einen solchen Elch eingefangen als Dreiergemeinschaft. Die Stadtgemeinschaft Tilsit, die Landsmannschaft Ostpreußen und das Ostpreußenblatt, Preußische Allgemeine Zeitung. Wir drei haben den gefangen. Und da ist er. Und der soll Sie in Ihrem Büro, in Ihrem Schreibtisch daran erinnern,
dass Beständigkeit, Kraft, nicht zerstörerische Kraft, erhaltende Kraft, das wesentliche Merkmal dieses Tieres, aber auch ihres sein soll. Dankeschön. Einen Moment mal. Darf ich Hans Schierer mal herbitten? Der hat sich irgendwo da verkrümmelt. Ja, bitte. Wir haben ihn ausersehen, dass er als Zuchtmeister des Elches ihn übergeben soll. Das steht uns nicht zu. Ja, meine verehrten Damen und Herren, der Elch ist nicht ganz so alt wie der Tilsit, der Käse. Er ist in diesem Jahr 88 Jahre alt geworden. 1928 wurde er als Bronzestandbild in Tilsit aufgestellt und er hat natürlich mit dem Tilsit der Käse viel gemeinsam. Beide sind ein Kind, ein Symbol der Tilsit der Niederung. So wie der Käse in der Tilsit der Niederung zu Hause war, so streifte auch der Elch durch die Tilsit der Niederung. Und so gesehen ist er würdig, um ihn heute zu überreichen. Um vielleicht nochmal auf den Käse zurückzukommen, möchte ich noch ein Musterbeispiel alter Werbung für den Tilsit der Käse hier zum Besten geben. Im Jahre 1932 wurde eine Attrappe des Tilsit der Käse aus Eisenblech hergestellt, 1,80 Meter groß, in der Tiefe 70 Zentimeter, von Ostpreußen bis quer durch ganz Deutschland zur Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft nach Mannheim gerollt. Auf der einen Seite sah man eine Landkarte Ostpreußens und auf der anderen las man den Spruch: Ich rollte durch das ganze Land und kam aus Deutschlands Osten. Mein Wohlgeschmack ist anerkannt, drum bitte mich zu kosten. Ein Beispiel für Werbung. Danke. Herr Rathmann, ich habe noch eine ganze Kleinigkeit. Wir haben über die geschichtlichen Bezüge Ihrer Familie zu Ostpreußen gehört. Ich freue mich, dass das hier auch in Ihrer Familie so gepflegt wird. Der Urgroßvater war bereits in Ostpreußen und wir haben die Tradition vernommen, 114 Jahre jetzt durch Ihre Familie gerade auch Produktion des Tilsiter Käses hier bei Ihnen auf dem Holzhof in Tilsit jetzt. Und damit das auch bei der nachwachsenden Generation nicht verloren geht, ich habe Ihnen eine historische Karte von Ostpreußen mitgebracht, wo Tilsit eindeutig gekennzeichnet ist für Ihre Familie und das Familienarchiv. So, meine Damen und Herren, es hat viel bewegende Momente gegeben und es war auch schön, wie die Herren Mertineit und von Gottberg gesagt haben, dass eben Deutsche und Russen in Zukunft möchten aufeinander zugehen, sie möchten die Vergangenheit hinter sich lassen und neu anfangen. Ich denke, ein schönes Zeichen dafür ist auch, dass wir einen Gast aus Sowjetsk, einem einstigen Tilsit, hier bei uns haben. Er hat sich dabei nicht nur als Medienschaffender verdient gemacht, wie beispielsweise bei Radio Moskau, sondern setzt sich auch als Mitglied der Stadtgemeinschaft Tilsit in Sowjetsk ein. Seine Rede wird auf Deutsch übersetzt. Begrüßen Sie mit mir Jakob Rosenblum. Сейчас очки один.
Уважаемые дамы и господа, я приветствую вас от имени всех сегодняшних жителей Тильзита Советска. Я приветствую вас от имени общественной организации Тильзит в Советске. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Stadtgemeinschaft Tilsit in Sowjetsk und im Namen aller Tilsiter, die im heutigen Sowjetsk wohnen. Метаморфозы истории непредсказуемы. 200 лет назад русский Тильзит навсегда вписал свое имя в историю, а в 1946 году он перестал существовать как географическое название. В Советском Союзе слово «Тильзит» можно было упоминать только в сочетании «штурм Тильзита», и еще не запрещалось вспоминать «Тильзитский мир». Der Name Tilsit ist seit langem bekannt, aber die Geschichte ist von unvorhergesehener Wandelbarkeit. Vor 200 Jahren wurde der Name Tilsit endgültig und für immer in der Geschichte bekannt. Er ging in die Geschichte ein und war von da an in der ganzen Welt bekannt. Bis 1946. 1946 verschwand der Name Tilsit als geografischer Begriff und das blieb lange Zeit so. Es gibt heute nur noch ein Sowjetsk am Memelstrom. Сегодня в бывшем Тильзите Советске уже учатся правильно писать слово Тильзит по-немецки, довольно часто допуская ошибку. Вместо S пишут Z. В городе есть Тильзит-театр, хлебозавод Типек, тильзитский пекарь, есть минеральная вода тильзитская. Даже сайт городской администрации в интернете называется Тильзит Советск. И есть еще один городской сайт Тильзит Сити. Es wird natürlich heute langsam anders in unserer Stadt. Man beginnt wieder den Namen Tilsit zu schreiben, obwohl man dabei oft große Schwierigkeiten hat. Oft schreibt man den Namen neuerdings mit einem Z in der Mitte, aus unerfindlichen Gründen. Es gibt inzwischen ein sogenanntes Tilsiter Theater. Es gibt eine Brotfabrik, Tipek, abgekürzt Tilsiter Bäcker, Brotfabrik. Es gibt ein Mineralwasser namens Tilsitski. Und es gibt sogar eine Webseite im Internet der Stadtverwaltung mit der Adresse Tilsit Sowjetsk und eine Seite Tilsit City. Однако у вас есть конкурент. В соседнем Славске, бывшем Хайнрихсвальде, производится тильзитский сыр. Может, поэтому у нас и не бывает в продаже швейцарского тильзитского сыра. В Калининграде, бывшем Кёнигсберге, выпускают сырокопченую колбасу тильзитская. Das alles ist natürlich auch dem Bemühen der Stadtgemeinschaft Tilsit in Sowjetsk zu verdanken, eines Vereins, eines eingetragenen Vereins, als deren Stellvertreter ich heute zu Ihnen gekommen bin. Was nun den Käse anbelangt, da gibt es natürlich inzwischen eine kleine Konkurrenz im benachbarten, in der benachbarten Ortschaft Slavsk, früher Heinrichswalde, bemüht man sich, auch Käse herzustellen. Und auch in Königsberg stellt man eine sogenannte käseveredelte Tilsiter Wurst her. Кроме того, произошли и происходят важные события. Медальон королевы Луизы вернулся на портал моста, которому вернули имя королевы Луизы. Раньше на этом месте висел герб Советского Союза. Вернулся тильзитский лось, который большую часть своей жизни провел в Калининградском зоопарке. 200-летие тильзитского мира широко отмечалось в Советске с участием иностранных гостей.
в честь столетия моста королевы Луизы организованы художественные и фотовыставки. Ich möchte Ihnen noch über ein paar aktuelle Ereignisse aus der Stadt am Memelstrom berichten. Vor kurzem ist das Medaillon der Königin Luise wieder am erhalten gebliebenen Portal der Luisenbrücke angebracht worden. Jahrzehntelang war dort angebracht das Staatswappen der UdSSR. Das wurde demontiert und nun hängt wieder die Königin Luise an ihrem angestammten Platz. Auch der Tilsiter Elch, davon war schon die Rede, ist wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Auch er musste 1945 seine Heimatstadt verlassen. Er fristete mehrere Jahrzehnte sein Dasein in einer abgelegenen Ecke des Königsberger Tierparks und den Bemühungen der Stadtgemeinschaft Tilsit, insbesondere von Horst Mertineit und auch des Vereins Tilsit in Sowjetsk mit Herrn Rosenblum an der Spitze und dem schon erwähnten verstorbenen Professor Ruttmann, ist es zu verdanken, dass im vergangenen Jahr der Elch wieder nach Tilsit zurückgekommen ist. Ein weiteres Ereignis war im vergangenen Monat die 200-Jahr-Feier des Tilsiter Friedens. Und bevorsteht auch noch das 100-jährige Jubiläum der Königin Luisebrücke. Sie wurde im Oktober 1907 dem Verkehr übergeben. Anlass genug, um im Oktober in wenigen Monaten des 100-jährigen Bestehens der Königin Luisebrücke zu gedenken, die wohlgemerkt wieder ihren alten Namen trägt. И теперь, когда уже не впервые раздаются голоса, в том числе и голос господина Мертинайта о переименовании Советска в Тильзит, Европа не стала дожидаться этого события. Очевидно, Европа устала жить без Тильзита и выбрала для нового Тильзита Швейцарию. И это неординарное событие. Heute werden in Sowjetsk auch immer mehr Stimmen laut, der Stadt ihren alten Namen Tilsit wiederzugeben. Ein ständiger Mahner in dieser Frage ist der Vorsitzende der Stadtgemeinschaft Tilsit, Horst Mertineit. Er hat erst im vergangenen Monat wieder öffentlich dort angemahnt, die Stadt in Tilsit zurückzubenennen. Aber wir sehen heute, Europa hat nicht so lange gewartet, bis das einmal passieren wird, bis die Stadt am Memelstrom wieder Tilsit heißt. Europa will offensichtlich nicht länger ohne Tilsit leben und deswegen ist also heute für ein neues Tilsit die Schweiz auserkoren. Das ist für mich ein überwältigendes Ereignis. Я должен сказать огромное спасибо организаторам и господину Мертинайту, что я нахожусь здесь и сейчас. И я очень надеюсь, что новый Тильзит и старый Тильзит подружатся, и эта дружба и будет новым тильзитским миром без войны. Ich möchte den Organisatoren des heutigen Festes ganz herzlich danken. Ich möchte auch Herrn Mertineit danken, dass ich diesem großen Ereignis hier und heute beiwohnen darf. Ich möchte Grüße überbringen aller heutigen Tilsiter und hoffe, dass es in Zukunft zu engen Beziehungen zwischen dem neuen und dem alten Tilsit kommt. Und теперь в качестве скромного сувенира мне бы хотелось преподнести этот календарь на 2008 год с видами довоенного Тильзита. Und als kleines Souvenir, als kleine Aufmerksamkeit möchte ich Herrn Präsidenten der Sortenorganisation Tilsiter Switzerland GmbH, Herrn Karl Führer,
überreichen einen Kalender für 2008 mit Ansichten des alten historischen Tilsit und ein Album, das ich veröffentlicht habe mit Fotos von Tilsit in der sowjetischen Zeit. А также свой авторский фотоальбом, который называется «Тильзит. Советские времена», который показывает, каким является город сегодня. Das ist ein Fotoalbum, das ich persönlich zusammengestellt habe. Es nennt sich «Tilsit in sowjetischer Zeit» und auch das als Geschenk für Herrn Karl Führer. Das ist «Тильзит». Тильзитская колбаса, которая производится в Кёнигсберге. Das ist Tilsiter Wurst, hergestellt in Königsberg. Я подумал, что советское шампанское мы будем пить в советском. И поэтому дарю вам коньяк старый Кёнигсберг. Und das ist ein guter Tropfen Cognac aus Königsberg. Это карта современного города. Если вы будете у нас в гостях, чтобы вы не заблудились. Und das ist ein Stadtplan von heutigen Tilsit, damit, wenn Sie mal nach Tilsit kommen, Sie sich dort nicht verlaufen. И тут еще небольшие, маленькие сувениры в этом пакете. Und in dieser Tüte sind noch ein paar Kleinigkeiten, noch ein paar Souvenire. Er will sie nicht alle einzeln auspacken. Ja, geschätzter Herr Rosenblum, ich bedanke mich recht herzlich für diese wunderbaren Geschenke. Ich bin überwältigt. Ich war mal ganz in der Nähe von Sowjetsk vor 2-3 Jahren in Litauen. Wir konnten nicht rüber nach Sowjetsk, wir wollten eigentlich. Aber ich werde es nachholen und ich verspreche Ihnen, dass ich einmal nach Sowjetsk kommen werde und auch etwas von der Schweiz dann mitbringen werde. Danke vielmals für das Geschenk. Jetzt herzlichen Dank, also Karl Führer, Sie sind wirklich schwer beladen. Herzlichen Dank, Jakob Rosenblum. Herzlichen Dank auch Hans Ciran fürs Übersetzen. Ich darf jetzt 3 Herren gerade hier oben auf der Bühne behalten. Einerseits der Horst Mertineit, andererseits auch der Otto Wartmann und natürlich auch noch der Jakob Rosenblum. Bei den anderen Herren bedanke ich mich ganz herzlich. So, meine Damen und Herren, Herr Mertineit, ich darf Sie bitten, hier oben zu bleiben. Sie haben noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, denn mit diesen 3 Herren, dem Horst Mertineit, dem Jakob Rosenblum und dem Otto Wartmann, kommt natürlich der Ursprung und Zukunft vom Tilsiter Käse zusammen. Ganz klar, mit dem Herr Mertineit natürlich aus einstigen Ostpreußen, mit dem Jakob Rosenblum natürlich aus dem russischen Staatsgebiet und mit dem Otto Wartmann aus der Schweiz, dem Ursprung vom Tilsiter Schweiz oder eben der Heimat. Jetzt die wichtige Aufgabe für Sie. Sie gründen jetzt also miteinander Tilsit in der Schweiz. Und dazu dürfen Sie miteinander ganz bedächtig die Ortstafel enthüllen.
somit kann man sagen, es ist soweit. Der Tilsiter kommt wieder aus dem Tilsit und das liegt hier auf dem Holzhof im Thurgau in der Schweiz. Meine Damen und Herren, das ist natürlich jetzt auch der Zeitpunkt, dass wir miteinander singen, und zwar eine Strophe vom Ostpreußenlied und gerade anschliessend drei Strophen vom Thurgauer Lied. Singen Sie alle mit! Auch hier nochmal herzlichen Dank am Jodelclub Siernach und der Hobbymusik Meerstetten. Merci. Ein Applaus bitte für den Herrn von Gottberg. Der Herr Ottmar Schmid, Gemeindeamer von Amliken-Bisegg.
Und Hans-Jörg Walter, Nationalrat und Präsident vom Schweizerischen Bauernverband. Frau Nationalrätin Brigitte Heberli. Der Herr Ständerat Dr. Philipp Stählin. Und der Herr Ständerat Dr. Hermann Bürgi. Nicht zu vergessen natürlich die Herren Kurt und Alfred Streit, wo wir damit im Namen von allen Auswandererfamilien möchten auszeichnen. Sie können am Tisch sitzen bleiben, wenn Sie mögen. Das ist vielleicht einfacher. Herr Wartmann wird dann runterkommen und Ihnen die Ehrung überweisen. Das sind also die Urkunden für die Herren Streit. Wir machen oben weiter und freuen uns natürlich auch am Herrn Horst Mertineit, Vorsitzenden der Stadtgemeinschaft Tilsit mit Sitz in Kiel, eine Urkunde zu überreichen, sowie am Herrn Jakob Rosenblum von der russischen Stadtgemeinschaft Tilsit. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich. Merci vielmals. Heimat ist dort, wo das Herz ruht. Heimat ist dort, wo gute Erinnerungen lebendig bleiben. Heimat ist die Zukunft. Thank you.
herzlichen Dank der Alphorn-Gruppe Hochwacht. Merci vielmals. Meine Damen und Herren, auch wenn wir jetzt am Ende des Festtags sind, man kann sagen, etwas Neues hat gerade angefangen. Der Tilsiter kommt wieder aus Tilsit. Und in dem Sinn, herzlichen Dank, dass Sie heute an diesem ehrwürdigen Tag hier in Tilsit mit dabei sind. Herzlichen Dank im Besonderen auch den Medienvertretern. Sie können sich übrigens gerade jetzt anschliessend gegenüber von der Straße vor dem Gartenhaus versammeln. Dort gibt es eine Foto- und Fragerunde und natürlich auch die gemeinsame Unterzeichnung von der Gründungsurkunde. Ja, meine Damen und Herren, geniessen Sie es da noch. Ich darf mich an dieser Stelle im Namen von der Organisation Tilsiter Switzerland und im Namen von der Familie Wartmann ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier in Tilsit gewesen sind und Ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude wünschen. Und wir hoffen natürlich, dass Sie bald wieder mal werden in Tilsit sein. Schönen Tag, adieu miteinander.